herzlich willkommen, liebe Fans des ERC Königsbrunns, zu unserer Weiterführung der Sommerinterviews, wo wir eigentlich alle neuen Spieler vorstellen. Warum sage ich eigentlich? Ja, Bobby Linke, der Trainer vom letzten Jahr, unser Meistertrainer, sitzt heute an meiner Seite. Hi, Servus. Servus, grüß dich. Ja, wie ich schon sagte, du bist jetzt die erste Saison hier in Königsbrunn gewesen und wurdest jetzt direkt Meister. Also, was gibt es da noch hinzuzufügen? Ja gut, damit haben wir jetzt nicht unbedingt gerechnet, muss man ehrlicherweise sagen. Wir wussten schon, dass wir einen guten Kader haben. Sonst hätte ich mich, glaube ich, auf das Projekt nicht so extrem gefreut und hätte sofort zugesagt. Aber ja, wir haben, glaube ich, eine unglaubliche Entwicklung im Jahr genommen, im Kader, als Mannschaft auch. Und von daher haben wir uns dann am Ende dafür belohnt, für unsere harte Arbeit. Und ja, jetzt schauen wir mal, was wir daraus machen können. Wir wollen natürlich am besten das wiederholen. Aber ja, die Mannschaften, wie man auch jetzt schon liest, schlafen nicht. Jeder macht eine gute Arbeit und will natürlich uns das Leben so schnell wie möglich machen. Das ist selbstverständlich. Ich habe mir zur Vorbereitung auf dieses Interview das Interview vom vergangenen Jahr mit dir angeschaut und da hast du als Ziel verfasst, dass du in die Playoffs kommen willst. Ich würde sagen, das Ziel habt ihr jetzt erreicht. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist das Ziel für das nächste Jahr? Ja gut, wir schauen wieder von Spiel zu Spiel. Die Vorrunde ist dieses Jahr entscheidend für die Playoffs. Es war ja letztes Jahr ein bisschen anders, deswegen haben wir da auch ein bisschen anders taktieren können in der Vorrunde, haben auch mehr ausprobiert. Sind dann letzten Endes auch nur auf Platz 4 gelandet, was völlig okay ist, glaube ich. Aber wir hatten dann schon auch mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Und die Mannschaft an sich hat auch noch nicht so gut funktioniert, dass ich so an sich zufrieden war. Ich sage, okay, das ist jetzt irgendwo das Limit, was wir erreichen können. Ja, und dieses Jahr, glaube ich, haben wir den Großteil gehalten. Wir haben punktuelle Veränderungen am Kader vorgenommen. Es sind Spieler dazugekommen, die definitiv uns bereichern werden, auch von ihrer Vita her oder auch von ihrem Charakter her. Und das war mir eigentlich extrem wichtig, dass wir halt wirklich eine homogene Truppe wieder haben, die auf dem aufbaut, was wir uns letztes Jahr erarbeitet haben, dass wir nicht wieder bei Null beginnen müssen. Und deswegen wird es eine unglaublich spannende Reise dieses Jahr. Und ich freue mich eigentlich schon, wenn es dann drauf losgeht. Und wir wollen natürlich wieder in die Playoffs kommen. Und dann hat das Playoffs dann natürlich ihre eigenen Gesetze. Und dann müssen wir schauen, dass wir überleben, so wie letztes Jahr. Ja, letztes Jahr hat man ja ganz klar gesehen, diese Leistungssteigerung, wie ich fand, von Anfang bis zum Ende war, also man konnte die Mannschaft, wie ich finde, nicht mehr miteinander vergleichen. Am Ende war einfach gesamt in der Bayernliga das beste Eishockey, dann bis was ja auch zum Meistertitel letztendlich geführt hat. Wie siehst du das? Ja gut, ich meine, es sind viele Wegbarkeiten, die dann halt irgendwo mitspielen im Ganzen. Wir hatten am Anfang relativ viele Verletzte. Wenn ich jetzt da an unseren Finalgegner Miesbach denke, die haben hinten raus auch wichtige Spieler verloren gehabt. Wenn ich dann an Bergmann denke als Verteidiger, der hat natürlich unglaublich wehgetan. Und das hätte uns genauso passieren können. Wir haben aber irgendwo schon geschaut, dass wir ruhig bleiben, auch während der Saison, wo wir diese Phasen hatten, wo es nicht so gut gelaufen ist, wo wir mit 12 Mann durch die Gegend fahren sind, monatelang. Haben etwas Besseres draus gemacht, haben immer positive Stimmung trotzdem gehabt, haben Spaß gehabt, haben die Stimmung hochgehalten, haben gut trainiert auch trotzdem und sind im Endeffekt dafür belohnt worden, dass wir relativ pünktlich zum Start der Playoffs wieder relativ komplett waren. Natürlich haben dann in den Playoffs auch immer wieder Ausfälle dazu geführt, dass man umbauen muss, aber wir hatten so ab diesen Peißenberg-Spielen hatten wir irgendwo so unseren Stammkader, der hat sich dann einfach geformt gehabt und die haben unglaublich perfektioniert ihre Sachen erledigt und das war für mich einfach dann relativ einfach, da zu coachen. Man sagt ja auch immer, man lernt nie aus. Gibt es etwas, was du im Vergleich zur letzten Saison, diese Saison ändern willst? Ja gut, wir haben natürlich gewisse Baustellen letztes Jahr auch erkannt. Wir haben die Saison analysiert, haben geguckt, was war nicht so gut, was müssen wir besser machen. Im Endeffekt war für mich das erste Jahr in Königsbrunn, habe ich auch letztes Jahr so gesagt, das ist für mich erstmal so ein Kennenlernen gewesen von den einzelnen Typen, die Spieler genau beobachten, was sind ihre Stärken, was sind ihre Schwächen. Das ist natürlich schon so extrem gut funktioniert und dass auch viele Spieler irgendwo ein Level erreicht haben, mit dem ich selber nicht gerechnet habe, ist natürlich umso besser gewesen für uns als Team, weil dann konnte man natürlich auch höhere Ziele erreichen. Ja, und jetzt muss man einfach schauen, dass wir trotzdem gewisse Dinge weiterführen, dass wir noch mehr ins Detail gehen. Wir haben mit Sicherheit auch noch Luft nach oben, was die Special Teams angeht, obwohl Unterzahl hinten raus recht gut war. Aber wir hatten auch Phasen, da war es nicht so gut und das müssen wir einfach lernen. Wir wollen dieses Jahr einfach von Anfang an ein deutlich höheres Niveau an den Tag legen wie letztes Jahr. Und das ist die Messlatte, die wir irgendwo für uns selber setzen am Anfang der Saison. Und ja, da müssen wir einfach gucken, dass wir da gut arbeiten von Anfang an schon dieses Jahr. Ich glaube, dieses Niveau ist auch erforderlich, wenn wir allgemein mal in die Bayernliga schauen. Wir haben jetzt von oben, von der Oberliga kommend, wir haben jetzt Klostersee,
Wir haben, hilf mir auf die Sprünge, Klostersee und Landsberg, genau. Ich wollte fast Lindau sagen, aber Landsberg, genau. Dann weiterhin stark Miesbach, Erding und die weiter und alle Verdächtigen. Also es wird, glaube ich, schon kein leichter Weg in die Saison. Nee, absolut. Also die, wie gesagt, die anderen Mannschaften, die machen brutale Hausaufgaben im Moment. Das war letztes Jahr ein Jahr, wo viele vielleicht auch irgendwo ein bisschen was gelernt haben, wie es funktionieren könnte, dass man noch erfolgreicher Eishockey spielt. Wir haben schon ein gewisses Risiko natürlich auch mit unseren Personalien gefahren. Wir haben Stefan Feis geholt als Torwart, der mit Sicherheit jetzt für uns ein absoluter Glücksfall war. Man muss halt eins wirklich auch dazu sagen, dass so Spieler wie der Feis, Stefan oder der Marco Sternheimer, dass die bei uns auflaufen, da sind wir sehr dankbar dafür. Aber das sind halt keine Spieler, die wir extern dazugeholt haben, weil wir die unbedingt haben wollten. Das sind Spieler, die sind halt hier irgendwo regional verwurzelt. Ja. Der Stefan hat seine Profikarriere beendet, der Marco wollte ins Studium gehen, seine ganzen Freunde spielen hier. Das hat uns alles extrem in die Karten gespielt und wir waren relativ glücklich und haben uns dann die Spieler dann holen können. Aber das sind ja jetzt keine Vollprofis in dem Sinne, dass sie jetzt hier in der Liga für viel Geld spielen und das ihr Hauptjob ist. Das muss man einfach mal klar sagen. Und die anderen Mannschaften gehen jetzt einen ähnlichen Weg, so wie ich das jetzt ein bisschen festgestellt habe, wenn ich jetzt an Erding ein bisschen denke oder jetzt auch Miesbach mit dem Torhüter. Die versuchen jetzt auch gerade auf der Torhüter-Position wirklich abzusichern, da wirklich Top-Leute auch zu holen und das Niveau wird dann unglaublich steigen nochmal in der Liga und ich bin gespannt und ich freue mich schon riesig auf diese ganzen Mannschaften und wir müssen halt jetzt mal aufpassen, dass das natürlich jetzt nicht so extrem wird, dass es jetzt irgendwo ein Wettbieten wird dann um die Spieler oder sowas, was dann immer viele befürchten, das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, jeder Verein ist vernünftig genug mit den Sachen zu haushalten, die ihnen zur Verfügung stehen und das machen wir in Kühlsbrunn auch. Deswegen ja auch die Entscheidung noch zu bleiben in der Bayernliga, weil einfach die Gegebenheiten nicht da waren. Wir haben selber mit dem Erfolg nicht unbedingt gerechnet, dass wir jetzt Meister werden und dementsprechend wäre auch vom Kader her nicht viel übrig geblieben, was mit in die Oberliga gegangen wäre. Und dementsprechend haben wir jetzt auch dieses Jahr schon Spieler geholt, die vielleicht irgendwo den Weg dann mittragen würden, wenn man sportlich dieses Ziel nochmal schaffen sollte. Dass man falsch verwalten kann, hat man ja jetzt auch schon zweimal diese Saison gesehen mit Füssen und mit den Bayreuth Tigers. Was mit denen passiert, bin ich jetzt auch mal noch gespannt, wobei ja bei meinem Mann bei Füssen munkelt, dass sie jetzt doch bleiben können. Aber wie sieht es jetzt eigentlich der Trainingsfahrplan für die nächsten paar Wochen aus? Ja gut, die Mannschaft befindet sich gerade im Sommertraining. Wir werden Ende August die ersten Eiszeiten in Augsburg haben. Da geht es aber noch relativ entspannt zur Sache. Wir wollen schauen, wie die Jungs beieinander sind. Jeder muss sich ein bisschen dran gewöhnen wieder. Jeder soll sich auch mal ein bisschen beschnuppern können. Wir haben unglaubliche Tiefe im Kader dieses Jahr. Das heißt, letztes Jahr war es eher schon, war die Richtung klar, wer wirklich so diese Go-To-Guys sind, auf die man bauen kann, damit es halt gut läuft. Dieses Jahr ist es einfach unglaubliche Breite im Kader. Das Niveau ist nochmal besser geworden, weil halt wirklich viele Spieler um wenige Plätze kämpfen. Und deswegen glaube ich, dass der Trainingsbetrieb an sich sehr gut laufen wird dieses Jahr, weil halt wirklich eine Wettkampfstimmung schon im Training auch herrscht. Aber wir werden jetzt nicht überstürzen und Vollgas dann von Anfang an geben. Wir werden uns das wieder peu à peu aufbauen und wir müssen schauen, gerade jetzt auch die Vorbereitung. Wir starten wieder ein, zwei Wochen später wie letztes Jahr. Der Vorbereitungsplan ist relativ lang, aber wir wollen natürlich die Jungs nicht verheizen, weil im Endeffekt musst du zu den Playoffs wieder funktionieren, so wie es letztes Jahr auch war. Und alles, was vorher ist, ist einfach nur nice to have. Und da werden wir einfach von Spiel zu Spiel schauen. Zum Schluss steht man wieder mit 10 Spielern da. Das wäre, glaube ich, nicht so der... Ja gut, dann ist es halt so. Ich meine, im Endeffekt, es sind Krankheiten, es sind Verletzungen, die gehören immer dazu. Wir hatten letztes Jahr einen Kader, der relativ dünn besetzt war. Wir hatten keine Kooperationspartner, wo wir uns aushelfen konnten. Deswegen haben wir uns ja auch nochmal mit dem Leon Steinberger aus der Bezirksliga einen Spieler geholt, der eigentlich schon das Potenzial hatte, höherklassig zu spielen, aber halt einfach aus seinem Umfeld heraus keine Lust hatte. Und wir haben halt auf der Ausländerposition nochmal einen Ersatz geholt, weil halt der Hayden ausgefallen ist mit einer Verletzung und keiner wusste, ob er nochmal zurückkommt in der Saison oder nicht. Aber ansonsten haben wir nicht viel gemacht. Aber wir sind halt wirklich vernünftig gewesen, haben die Spieler nicht zu früh wieder in den Spielbetrieb zurückgelassen oder aufs Eis, um halt ihre Verletzungen sauber auszukurieren. Und das hat uns dann im Endeffekt sehr geholfen, überhaupt den Traum zu verwirklichen, dass wir ins Endspiel kommen. Ja, das hat man dann auch gesehen, was im Endspiel dann rausgekommen ist. Dann wünsche ich dir und deiner Mannschaft viel Erfolg erstens bei der Vorbereitung und dann auch für die kommende Bayernliga-Saison. Und dann bedanke ich mich bei dir, Bobby Linke, für das Interview und wie schon gesagt, viel Erfolg. Danke dir.